Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood, wo wir in der letzten Folge, ich vergesse aber, was wir gemacht haben. Wir haben kleinere Nebenaufgaben gemacht, ne, war das? Stimmt, ja, ja, klar, die Templer. Ja, die sind immer noch so unbedeutend für mich, dass ich sie vergessen habe. Nicht lange her, ich habe sie vergessen. Ist die Frage, machen wir Leon, ja, machen Leonardos Aufgabe. Nee, in der letzten Folge haben wir uns ja mit den Assassinen, mit den Templer-Agenten beschäftigt. Und jetzt fangen wir an mit, boah, machen wir die nächste Leonardo-Mission. Und warum? Weiß kann. Kriegspläne, den Templer-Aufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit einer Rauchbombe betäuben. Na, war gut, dass ich jetzt welche habe. Die wir auch als letzte Folge gekauft haben. Aber ich meine, gut, solange ich ihn betäuben muss, ne? Netten ist er ja schon. Nee. Doch, du bist der Aufseher. So. Und tschüss. Gut. Das war denn ziemlich einfach erledigt. Oh, wie sie da so dumm stehen und gucken. Naja, egal. Gut, wir haben jetzt schon mal nach 2 Minuten ein super Erfolgserlebnis. Wir haben eine volle Synchronität erreicht. Und ich sehe, ich habe noch einen Assassinen offen. Hab ich letzte Folge nicht alle Assassinen weggeschickt? Warum habe ich so geintet? Warum fehlt da noch ein Assassine, der nicht unterwegs ist? Da müssen wir mal ran und ändern. Also das geht ja so gar nicht. Wer ist noch hier? Level 6 Assassine auch noch. Ein hochwertiger. Na gut, 20 ist ein bisschen wenig. 3000 zu viel. Schaffst du das? 41%, na fast. Das wird auch nicht besser laufen. 10, 11, 10, 69. Nur von 16 schaffst du das? Nee. Aber 61 wirst du schaffen, oder? 69. Ist sogar fast ein Level-Up. Fast. Ja, du musst weg mit dir. Ich hab keinen Auftrag zugewiesen. 4 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, 7 Minuten, 54 Sekunden, 54 Sekunden. Eine Minute warten. Ist auf dem Weg zu Leonardos Mission noch ein... Nein, ist es nicht. Gut, dann kommt ja halt nachträglich zurück. Vielleicht kann ich es auch bei Leonardos Auftrag verwenden. Weiß man nicht. So. Aber ich muss darauf achten, dass ich nicht allzu oft in diesem Assassinen-Austragungsort rumgeistere. Ich mache das gerne. Ich finde dieses Feature übelst geil, dass man so seine Gilde aufbaut und so, aber. Naja. Bomber, Valnerina. La Bomba. Nein, nein, bitte nicht. Nein. Flugmaschine 2.0. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet und so eine tödliche Flugwaffe geschaffen. Die Borchers dürfen sie niemals einsetzen. Bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. Den Architekten des Bombers ausspüren. Eine Entdeckung führt zu Desynchronisierung. Hm, toll. Sachen, die ich hier unbedingt lesen wollte. Bist du hinten? Nö. Ich hab schon gewundert. So, wir waren dann erst ein bisschen außerhalb des Spielfelds.
Adlerauge ist schon wichtig, das weiß ich ja. Oh, sorry, wollte nicht stören. Soll ich ihn erst töten? Den Architekten in ein abgelegenes Gebiet folgen. Ah, ich bin aktuell nicht gesucht. Gott sei Dank. Guten Tag, Herren. Ich mache mal hier kurzes Päuschen, ne? Und was machen Sie so? Ah, Landwirtschaft. Ah, interessantes Thema. Naja, den Schmuss wieder, ne? Auf Wiedersehen, meine Bedienen. Da ich den, glaube ich, nicht töten darf, werde ich einfach mal so verfolgen. Ein abgelegenes Gebiet. Also ganz ehrlich, abgelegener geht es, glaube ich, nicht mehr. Gebt mir die Pläne. Nein, keinesfalls. Halt, halt. Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Die Baupläne des Bombers zerstören. Und jetzt wird gesucht. Ach Mann. Ich meine, bis dahin alles schön und gut, ne? Das Problem kommt ja erst noch. Jetzt komme ich rüber, ne? Ungünstig. Ziemlich ungünstig. Wir werden schon mal unsere Armbrust ausrüsten. Ich bin bloß ein Nachtdecker. Ich bin unten von oben mit. Schaffe ich das rechtzeitig? Oh. Okay, gut. Der andere hat mich zwar nicht gesehen, aber dadurch, dass die Wache natürlich komplett runtergeputzelt ist, war das weniger gut. Aber ich habe ja auch keine Soldaten zur Auswahl, ne? Also ich kenne ja auch Soldaten, meine anderen Assassinen. Ich kann meine Gildenmitglieder nicht rufen, leider. Gut, das war leichter als gedacht. Da wären schon mal die Pläne. Keine Pläne mehr. Jetzt bloß noch den Ärger. Jetzt mal den da oben. Problem ist, dafür muss ich natürlich da lang, ne? Und Entdeckung führt zu Desynchronisierung. Das ist natürlich nicht so geil. Es gibt ja auch keinen alternativen Eingangsbereich, ne? Weil da oben lang komme ich nicht.
Einzige Möglichkeit ist, glaube ich, einfach das Volk mischen und mich in einer Gruppe mit reinschmuggeln. Beispiel ist einfach so in der Gruppe hier. Hier kommt der kühne Edelmann. Wenn ich es natürlich nicht gerade klaue. Oh, ich hasse das. Ich hasse das, das Diebstahl. Die Diebstahlmöglichkeit ist auf demselben Knopf wie schnell gehen. Ich mag das gar nicht. Ich will mich ja eigentlich schon mit denen reinschleichen. Der sagt, dass es funktioniert, dass ihr da reingeht. Ja, ja, weiter, 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 weiter. Ja, ja, ja. Nicht anhalten. Nein, nein, wir halten noch nicht an, keine Sorge. Wir müssen auf diesen Turm auch noch drauf. Da ist ein Kran. Das könnte spannend werden. So, die durchsuchen natürlich auch die Heuballen, ne? Das heißt, ich darf natürlich auch nicht da drin rumgeistern. Wir folgen jetzt erstmal unauffällig dieser Truppe hier. Weil ich eh noch nicht weiß, wo ich zuschlagen will. Ist auch schön, dass ich als Kerl mit den drei Damen hier rumrenne, ne? Das sind quasi die drei Engel und ich bin Charlie. Checkpoint Charlie. Ja. Das Problem ist halt, dass ich gerade auf der höchsten Suchungsstufe bin, ne? Hier komme ich nicht rein. Außer die schmuggeln sich natürlich hier rein, was ich auch nicht glaube. Da kommen wir die nächsten zwei Wachen. Architekten am Mars hier zwischen. Ja, die haben mich umgedreht. Toll. An dem vorbeikrabbeln kann ich auch nicht. Da oben ist mein Ziel. So, wir tanzen mal aus der Reihe. Und werden uns mal hinter das Haus begeben. Mal schnell checken, ob da was ist. Nö. So, ich sehe da schon mal einen Balken, aber... Reicht das zum Hochladen? Oh ja, es reicht sogar, actually. Geil. Bei denen habe ich hier einen Eingang gefunden. Schade. Wundert er sich gerade, weil er seinen Kollegen verloren hat, oder wundert er sich einfach nur generell? Bitte mal nicht da hochgehen. Das wäre jetzt denkbar ungünstig. Kannst du dich bitte wegdrehen? Danke. Du bist der Einzige im Gefahrenbereich, ne? Jawohl. So, jetzt bist du auch weg. Sehr schön. Das kann ich nämlich einmal hier hoch. Hepp und hepp. Ich hoffe, dass dort Gatter steht. Nee, auf dem Dach vermutlich. Autsch! Kumpel! Das ist eine sehr, sehr ungesunde Körperhaltung. Aber gut, das ist dein Problem, nicht meins. Hui! Ich kann auch rein. Und du bist allein. Dann wollen wir mal rein. Dann wollen wir mal den Turm erklimmen. Natürlich wieder in der ungünstigsten Position. Eine einfache Leiter nach oben hochzimmern ist wohl nicht machbar.
Ich meine, wenn nur so, ne? Eine einfache Leiter von da ganz unten bis hier nach oben schmeißen, hätte doch vollkommen gereicht. Nein, stattdessen sollen die ganzen Wachen natürlich von einem Balken zum nächsten springen. Ich bin ehrlich, ich wäre nicht so agil. Also ich bin schlank und auch minimal sportlich. Aber von einem Balken zum nächsten? Da wäre ich auch raus. Also wenn das Konditionen sind, um in der Römerwache zu agieren, macht euren Scheiß allein. Da spiele ich lieber Fortnite. Da ist eine Kiste vor allem. Ich glaube, Leonardos Kisten sind mir voll egal. Ich meine, wir machen ja nicht komplett 100%, also auch die ganzen Banner sammeln. Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Alle, die sie ausprobierten, starben. Ein paar explodierten gar, aber wir wissen, dass diese funktioniert. Das war gemein. Aber mir egal. So, und jetzt nicht getroffen werden, während ich mit diesem Ding fliege. Die wollen noch mehr Waffen herstellen. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Ist ja nicht so, dass wir das Ding schon mal kennen, ne? Die Werkstätten zerstören. Bomber. Wie soll ich jetzt hier bomben? Zieh die Karre hoch! Zieh die Karre hoch! Warum? Auf den Boden schießen und Feuer zu entfachen. Sagst du mir jetzt, wo ich schon in Sturzflug runtergehe? So eine kleine Meldung vorm Abfliegen. Mach Feuer auf den Boden, um abzuheben. Wäre vielleicht ganz geil gewesen. Alter, das Fliegen ist ja... Zweimal auf Werkstätten schließen und sich zerstören. Oh, Hammer mega. Das sieht nicht das zweite Mal, okay. Das heißt, wir kommen wieder. After Eight. Oh, ist das? Nein. Dio. Alter Maria! Und ich meine nicht Ezios Mutter. In dem Fall ausnahmsweise mal nicht. Heilige Heiland. Auftrieb, 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 Auftrieb. Das sieht auch nicht als zweite Schussfolge. Mann. Aber gut, dass es kein Zeitlimit für die scheiß Dinge gibt. Na wenigstens, das treffe ich. Zählt das? Bitte. Lass zählen. Och, Manu. Zählt das? Yes! Sehr schön. Den würde ich als letztes eigentlich machen. Machen wir euch mal ganz was weg. Da noch ein bisschen Feuer. Da noch ein bisschen Feuer. Und... Lass zählen. Lass zählen. Och, Mann. Ich war nicht mal draußen. Also, ja, ich war draußen, aber ich konnte doch nicht steuern. Das Problem ist also nicht, dass die mich abschießen. Das Problem ist, dass die Steuerung von diesem Ding genauso schwammig ist wie im zweiten Teil. Achso, die Werkstätte bleibt auch zerstört. Ja, sehr schön. Natürlich muss ich zweimal werfen. Aber ey, so kriege ich wenigstens keine Desynchronisierung wegen Treffen von denen da. Das ist auch nicht mal zählt. Zählt das bei euch wenigstens?
echt nicht steuern. Nee, dich fehlgeschlagen. Ich stecke fest. Nicht fehlgeschlagen. Ich steckte fest. Ich konnte mich nicht bewegen. In der Luft. Alter, die Steuerung von diesem Ding ist so ekelhaft. Redeibel. Die Kriegsmaschine hätte einfach, den Wachen lassen können. Ja, ich kann schon wieder nicht steuern. Hört aber auch mit dieser scheiß taktischen Kamera andauernd. Immer wieder mit die taktische Kamera andrehen. Entdeckt werden ist wieder erlaubt. Ich glaube, es ist ja auch egal, ob ich entdeckt werde oder nicht. Ne, normale Kamera. Warum sind das hier so komische vier Lager? Ich meine, ich weiß, das sind hier Römer, aber bin ich bei Asterix und Obelix? Warum bleibt das Ding einfach in der Luft stehen und warum gibt das nicht von selber ab? Und warum drehst du dich über nicht? Dreh dich! Oh, Himmel! Ist das eine nervige Mission? Und ich dachte schon, ich hatte mit der Mission für den Bankier Probleme. Aber das hier ist ja ein Teufelswerk. Bäh. Also ganz ehrlich, Leonardo kann seine Maschinen selber retten. Und schon wieder fliege ich außerhalb der Map? Ich verstehe einfach gar nichts mehr hier. Also diese Mission ist echt nervig. Aber so richtig nervig. Und schon wieder kann ich nicht aus der Gegend wegdrehen hier. Selbst das zählt nicht mal als zweites Mal treffen. Ich finde das momentan so nervig. Na, wenigstens die treffe ich. So, mein Ziel ist jetzt mehr oder weniger zu versuchen, das zweite Ding zu treffen. Oh, ich komme da nicht rüber mit der Steuerung. Jetzt, haben wir es bitte. Gott sei Dank. Zieh hoch, dankeschön. Aber noch nicht da rein, nicht da rein. Nein, nicht da rein, nicht da. Ich kann doch in der Luft nicht lenken. Warum drehst du mich automatisch ab? In jedem gottbeschissenen Spiel ist sowas eine Alpha-Wand, wo ich gegen knalle und abpralle. Nee, da. Push durch, viel Spaß. Vor allem, das Ding war zerstört. Ich hatte 3 von 4. Och, ist doch alles so nervig. Also wenn ihr irgendwie Taktiken habt für dieses Missionsteil hier, nennt mir gerne Meldungen. Ich versuche, eure Meldung eventuell zu übernehmen. Aber das hier ist einfach nur noch Abpack. Aber richtiger Abpack. Der Adlerauge bringt sehr viel. Naja, finster war es, der Mond die Helle, ne?
Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Uff. So, 3 von 4. Lass es Checkpoint sein, bitte. Natürlich nicht. Also ich bin ein guter Ding, dass wir es schaffen. Ne? Also ich habe schon 2 relativ schnell zerstört. Den dritten kam jetzt auch gut dazu. Nur das Fliegen ist hier einfach... Arsch. Ich kann echt wieder nicht steuern. Er steuert immer erst in einen späteren Moment ab. Dreh ab, dreh ab, dreh ab. Jawohl. Jetzt haben wir hoffentlich ein leichtes Spiel langsam. Trifft doch das Ding. Und fahr nicht raus. Nein, 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 nein. Dreh ab, dreh ab, dreh ab, dreh ab, dreh ab. Ja, 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 dreh ab, dreh ab, dreh ab. Himmel. Was macht ihr mit mir hier, Ubisoft? Wie? Zweimal drauf schießen? Hab doch schon zweimal drauf geschossen jetzt. Och Mann. Wo jetzt hier? Jetzt zerstört das Ding bitte selber. Oh, ihr habt noch ein so ein Ding. Echt jetzt? Oh, noch. Oh, die Karren zerstören, bis sie die Festung erreichen. Wollt ihr mich denn? Mann. Hätte es nicht mit dir 4 schon gereicht? Ich bin noch gerade direkt in das Feuer rein. Warum hat mich das jetzt nicht nach oben befördert? Ich meine, mehr hätte ich auch nicht machen können. Gott sei Dank war ich ein Checkpoint. Ja gut, das war ein Sturzflug in die Brücke rein. Leonardo, warum erfindest du so eine Scheiße? Kannst du nicht einfach einen, keine Ahnung, einen Propellerfahrrad erfinden? Einfach eine Füße treten, der Propeller dreht sich und du hebst ab? Finde ich viel cooler, bin ich ehrlich. Natürlich vom anderen Ende der Welt noch eins. Übrigens 2 Schubkarren. Willst du mich verarschen? Wie viele Schubkarren hat der noch? Sag mal. Okay, das war ein 1er Treffer. Finde ich gut. Wo ist die andere? Da hinten. Ja, ein bisschen Feuer auf dem Weg hin machen. Ein bisschen drehen, drehen, drehen. Dreh dich doch, Ezio. Mann, dreh die Karre. Ezio. Sieht das nicht scheiße. Nee, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Okay, ich nehme alles zurück. Das Fliegen aus Teil 2 war angenehmer. Ich meine, ich habe bis jetzt nicht getroffen von den Wachen, aber... Bitte habt das jetzt geschafft. Bitte. Berichtet Cesare davon. Kannst du machen. Aber ich kann auch jetzt abhauen, oder? Ich muss da jetzt nicht den Typen noch... Doch, muss ich.
Ich muss noch jemanden aufhalten. Warum zur drei Teufelsnamen musste ich jetzt noch jemanden aufhalten? Wo ist der überhaupt? Vor allem, wie soll ich ihn aufhalten? Das ist gleich über alle Berge. Also, jetzt über alle Berge. Ich habe den Boden gerade noch erwischt. Durch die Wand durch. Warum müsst ihr die Mission so ellenlos in die Länge ziehen, Ubisoft? Also bitte. Es hätte doch gereicht, die vier Lager zu zerstören. Dann machst du die beiden Karren. Und jetzt soll ich auch noch den Boden hier aufhalten. Soll ich danach noch einen Kuchen backen? Ich komme noch nie mehr ran an den Typen. Ich hänge hier oben sonst wo in der Luft fest. Der ist schon wieder raus aus dem Spiel hier. Jetzt hat er die Wand passiert, ich bin durch, ja. Also Ubisoft, ernsthaft. Ich meine, gut. Das Spiel ist 15 Jahre alt. Da gebe ich euch gerne noch... Oder sage ich gerne, das ist alt. Ihr wart unwissend. Und ihr habt so einen Scheiß nachträglich nicht mehr gemacht. Aber warum habt ihr so einen Scheiß überhaupt gemacht? Ich komme doch dann niemals von der Stelle wieder ran. Zumal ich auch kaum drehen kann. Da steuern sich selbst manche Flugzeugeinsätze von COD besser. Lasst es jetzt beendet haben, bitte. Vier Karren, vier Lager, ein Boten, plus das Ding klauen. Na Gott sei Dank. Adio. Na Gott sei Dank. Ich werde die Mission definitiv nicht wiederholen, nur um dann nicht angeschossen zu werden. Zumal dieser Anschluss in einer missglückten Variante gilt. Das finde ich noch viel trauriger. Normalerweise kenne ich das so, ja gut, hast du nicht geschafft, fängst neu an, okay gut, hast du neu Glück. Aber diese Mission ist, boah, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Ne. Ne. Ja Leute, gut, mit diesem... traurigen Anblick von mir. Also, mich sieht er nicht, aber hier, guckt euch an, den gebrochenen Mann. Den guten Herrn Ezio Auditore. Ja, ich bin fertig. Fertig mit den Nerven, fertig mit meinem Leben, mit allem. Ich sage einfach, danke fürs Dabeisein und wir hören und sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.